Liebe Gäste, liebe Vertreterinnen und Vertreter der Presse, euch und Ihnen allen einen wunderschönen guten Morgen und ein herzliches Willkommen auf unserem außerordentlichen Landesparteitag der Linken Hessen hier in Gießen. Wir treffen uns in der Geburtsstadt von Wilhelm Liebknecht, einem der Begründer der Deutschen Arbeiterpartei, des linken Flügels, und Georg Büchner hat hier zeitweise auch studiert. Einige Gäste möchte ich gern namentlich begrüßen. So die Oberbürgermeisterin der Stadt Gießen, Frau Grabe-Bolz. Den gastgebenden Kreisverband Gießen mit dem Kreisvorsitzenden Ali Al-Dailami. Und den vor kurzem, aber ich glaube, er ist noch gar nicht da, den vor kurzem neu gewählten Vorsitzenden des DGB Hessen-Thüringen, Michael Rudolph. Diese werden gleich nach der Eröffnung ein paar Grußworte zu uns sprechen. Weiterhin darf ich begrüßen Frau Helma Schnell-Kretschmer vom VDK Hessen-Thüringen. Den Kollegen Mike Grundmann von der IG Metall Bezirk Mitte. Herrn P.C. Walter vom VVN BDA, herzlich willkommen. Horst Trapp von der Friedens- und Zukunftswerkstatt. Hallo Horst. Den Landesvorsitzenden der DKP, Herrn Michael Belz. Und natürlich euch alle. Und selbstverständlich unsere Landtags- und Bundestagsabgeordneten. Wir treffen uns auf diesem Parteitag in einer Zeit, in der sich ein halbes Jahr nach der Bundestagswahl eine neue alte Regierung konstituiert. Mit einer Politik des Weiter-so und den drei Wahlverlierern aus CDU, CSU und der SPD. Innerhalb dieser Regierung gibt es schon eine massive Rechtsverschiebung. Während eine gespaltene SPD und eine lustlose Union auf die Regierungsbänke zurückkehren, krempeln wir währenddessen die Ärmel hoch. Mit Horst Seehofer, Jens Spahn und Olaf Scholz bleiben der Rechtsruck, der Pflegenotstand und die schwarze Null im Regierungsprogramm. Damit finden wir uns nicht ab. Der sozialen Kälte setzen wir soziale Gerechtigkeit entgegen, für eine lebenswerte Zukunft für alle. Ausgewiesene Rechtspopulisten, so wie Seehofer und Scheuer, werden zumindest ein Schlüsselressort übernehmen, nämlich das Innenministerium. So wird mal wieder der Bock zum Gärtner gemacht. Im Gesundheitswesen und in der Pflege gibt es Anlass zum Widerstand bei einem designierten Minister Spahn, der schon jetzt eine Rentenkürzung verkündet, obwohl er noch nicht mal im Amt ist. Auch will die neue Regierung 8.000 neue Kräfte in der Pflege bei über 13.000 Einrichtungen bundesweit schaffen. Liebe Genossinnen, liebe Genossen, die soziale Lage wird sich weiter zuspitzen und die soziale Unsicherheit wird zunehmen. Dem müssen wir entschieden entgegentreten und den Menschen vermitteln, dass nur eine linke Politik die soziale Gerechtigkeit vorantreibt und dass das Leben der Menschen in unserem Land verbessern wird. Nur mit uns wird der soziale Wohnungsbau vorangetrieben. Nur mit uns werden die Menschen eine gute Gesundheitsversorgung haben. Nur mit uns wird die Bildung nicht mehr vom Geldbeutel
der Eltern abhängig sein. Denn wir haben auch das Konzept, wie all das finanziert werden soll. Wir müssen das Geld umverteilen, es ist ja schließlich da. So hat unter anderem der reichste Mann der Welt, Jeff Bezos, der Chef von Amazon, mittlerweile 112 Milliarden Dollar angehäuft. Das ist skandalös, obszön, unanständig. Wir sind die einzige Partei, die den Superreichen das Geld nehmen will, um ein gutes Leben für alle Menschen hier zu ermöglichen. Wir lassen es nicht zu, dass die Schwachen gegen die noch Schwächeren ausgespielt werden. Denn mit der Linken ist eine andere Politik möglich. Allerdings werden wir in Zukunft nicht mehr so häufig in den Medien vertreten sein. Das heißt, wir müssen mehr den Kontakt zu den Menschen suchen und ihn verstärken. Auch müssen wir den Protest weiter zuspitzen. Gemeinsam mit unseren Bündnispartnerinnen und Bündnispartnern sowie den sozialen Bewegungen nehmen wir den Kampf gegen rechts auf. Wir stellen uns den Rechten in den Weg, überall, ob auf der Straße oder in den Parlamenten. So müssen wir alle beschlossen am 24.03. nach Wetzlar in die Nachbargemeinde fahren, um einen NPD-Parteitag dort aufzuhalten, zu stören, wie auch immer. Rufe ich jetzt schon euch auf. Das Thema der sozialen Gerechtigkeit, der Umverteilung müssen wir nach vorne bringen. Das schlagen wir mit dem Entwurf unseres Landtagswahlprogramms vor, auch als Arbeitsgrundlage für uns und als Grundlage für den Landtagswahlkampf. Ich komme nun zum Schluss. So wünsche ich uns, dass wir am Ende des heutigen Tages ein Landtagswahlprogramm verabschieden werden, welches große Zustimmung findet. Hier, aber vor allem bei den Menschen in unserem Land. Ein Programm, welches zeigt, eine andere Politik ist möglich. Damit schließe ich und wünsche uns eine gute und erfolgreiche Beratung. Herzlich willkommen.